Morgen Leute, ich mache noch mal so ein kleines kurzes Video. Heute ist bewölkt, aber nur bis mittags. Ist gerade angenehm. Dann gehe ich noch mal eine Runde spazieren hier. Gucken morgen, übermorgen, wollte ich eigentlich mit dem Auto ein bisschen rumfahren. Ja, der Gartenbereich habe ich gerade nicht gefilmt. Fand ich keine Sau am Pool. Heute. Gut, der Gartenbereich ist auch zu, aber trotzdem. Sonnenbrillen gibt es auch nicht mehr. Nix los. Ich werde mir jetzt erstmal eindecken mit Kippen. Das ist auch so eine deutsche Tradition. Eins nur? Hm? Ja, lass den Land mal aufmachen. Ja, freut mich, dass ich den einen oder anderen begeistern konnte. Wer noch in den Urlaub fliegt. Ja, das ist auch das Beste, was er machen kann. Ne? Selbst wenn ich morgens mal YouTube anmache, gucke wegen Nachrichten, ist dir gleich dazugemüllt, die deutschen Medien. Die haben noch nicht mal alle Waffe. Ey. Die sollen ihre Schrottnachrichten für sich behalten. Die will doch ja kein Mensch wissen auf Malle. Ihr genießt ja das Leben gerade. Ne, aber wie gesagt, also körperlich und vom Kopf her fühlt man sich wirklich frei. Ne? Also da grault wirklich schon, wieder in den Flieger zu steigen, in Dortmund zu landen und sich den Müll da reinzuziehen, den einem da geboten wird. Ich bin überlegen, ob ich danach nochmal direkt komme. Ne? Und Wäsche waschen und nochmal los. Und ein paar Tage Urlaub habe ich noch. Das ist nämlich so schön. Die Leute möchten was kriegen. Du kriegst es gleich, Mäuschen. Geschlossen, aber das habe ich glaube ich schon gefilmt. Ja, am frühen Morgen ist das der dritte, ne? Nichts los. Das ist ja Koma. Das ist der Hit. So mal, wie soll man das sagen? Das Gefühl, nicht mehr nur Menschen um sich herum zu haben, das ist geil. Ne? Also in Deutschland ist das ja mittlerweile so, egal wo du dich hinbewegst, hast du Menschen, 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 Menschen. Überall nur Menschen. Und jetzt mal so ein paar Menschen weniger. Das ist super, ne? Kennt man gar nicht mehr. Und die ersten zwei, drei Tage war das schon komisch. Aber es ist ja gar nicht mehr. Ja, man hat sich schon mittlerweile daran gewöhnt. Und wenn man dann wieder im Scheißhaus Deutschland landet, ist man wieder Angst und Panik. Kommt wieder hier auf Botschaften und ach. Wenn ich schon an Weihnachten denke, was da bis dahin alles noch passiert, die uns da zumüllen. Am Prost Mahlzeit. Da kannst du echt immer nur abhauen. Solange wir uns das nicht wieder verbieten. Also mit dem Urlaub kann ich nur sagen, voller Erfolg. Und ich wünsche jedem, der noch mal fliegt, dieses Jahr einen schönen Urlaub. Ne? Das sowieso. So, hier ist mein Tabakladen in Sakoma. Dass man da auch schon mal Bescheid weiß. Für den einen oder anderen Raucher. Müssen wir stehen? Was passiert? Ah, drei Personen. Stau am Tabakladen. Eigentlich habe ich mal Bock auf so eine Zigarre. Keine Ahnung warum, aber eine schöne Zigarre am Pool. Schmöken, ne? Mal gucken, ob die eine haben.
Ja, Leute, ich lasse das Video gleich hoch. Und falls noch Fragen sind oder ich noch was abfilmen soll, immer rein damit in die Kommentare. Ich gebe mein Bestes. Und hier ganz wieder wichtig, die Maskenpflicht. Ah, die brauchst du im Laden, auf jeden Fall. Sonst darfst du nicht einkaufen. Aber das ist doch das Einzige, was wirklich mit Corona in Kontakt kommt. Das ist wirklich super, ne? Dann sage ich mal bis gleich.